Armut in der Schweiz oder Armut in Afrika, das ist zwei Paar Stiefel. Bei uns geht es nicht oder schon lange nicht mehr um Hunger zum Beispiel. Aber auch in der Schweiz gibt es viele Einzelpersonen, Familien, die einfach so knapp durch müssen, dass sie kaum in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Also konkret eine Einzelperson, die nach Abzug von den Ausgaben fürs Wohnen und für Gesundheit weniger als 1'000 Franken für alle Rest zur Verfügung hat, gilt auch in der Schweiz als arm. Also, wir Erwachsenen, oder? Ja, wir sind sicher auch mitverantwortlich für all das, was uns betrifft. Aber denken wir an Kind. Also, es ist doch so zufällig, in was für eine Familie mehr oder ein Kind hineingeboren wird. Und entscheidend hängt nachher seine Zukunft davon ab. Also, ein Kind, das schon in einer armutsbetroffenen Familie aufwächst, es ist nachher viel, viel stärker gefördert, selber auch wieder arm zu werden. Ja. Die Schweiz ist ein enorm reiches Land und der Reichtum hat zugenommen. Also Geld wäre weit genug vorhanden, damit Armut könnte bewältigt werden könnte, also dass alle zumindest materiell genug hätten. Aber es happert mit dem politischen Willen und es happert mit der Bereitschaft, zum Beispiel die unteren Löhne anzuheben. Also es gibt 150'000 Leute in der Schweiz, die zwar Vollzeit erwerbstätig sind, arbeiten, aber weniger Geld bekommen dafür, als der Anspruch für Sozialhilfe ausmacht. Ja, also was von den Steuern für die Sozialhilfe abgeht, das ist sehr, sehr ein kleiner Betrag. Also insgesamt ist das nicht einmal 2% von der gesamten sozialen Sicherung. Also wir wären sehr, sehr gut beraten, deutlich mehr Geld auch für die Sozialhilfe, von den Steuern, von den progressiven Steuern zur Verfügung zu stellen. Aber also wir sind gesellschaftlich dafür verantwortlich, oder, dass wir Armut können bewältigen können. Aber Armut lohnt sich auch nicht nur quasi bürokratisch bewältigen. Also es ist ganz wichtig, dass wir alle in der Gesellschaft oder, und auch eine Gesellschaft lebt davon, dass es ganz viele Leute gibt, die eben bereit sind, auch zusätzlich freiwillig etwas zu machen. Das hält eine Gesellschaft lebendig und es ist gut, wenn wir alle das kultivieren. Oh ja. Also, wenn ein Kind heimkommt und nur manchmal eine Schulreise einen Batzen dafür braucht oder wenn sogar ein Lager, dann kann das in einer armutsbetroffenen Familie grossen Stress geben. Also, das ist etwas, das in der Schweiz völlig banalisiert wird. Oder man sagt, ja, da sind die Eltern nur ein paar Monate arbeitslos. Aber Kinder, wenn Eltern armutsbetroffen sind, wenn Eltern arbeitslos werden, die verlieren oft sehr schnell an Selbstwert. Sie entwickeln Schulschwächen. Und das hat nachher Langzeitauswirkungen auch für ihre berufliche Perspektive. Also Kinder sind unsere Zukunft. Oder? Und es ist wichtig, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, das zu machen. Fußball, Handball, Musikinstrument, was es auch immer gern macht. Aber Fußball, das ist genial, es ist integrativ, oder? Man hat eine Position, man lernt zusammen etwas machen. Also, das gibt auch mehr Rückhalt für die ganze Zukunft. Und ich kann schon sagen, ich habe das selber erlebt. Ich komme eher aus einer einfachen, randständigen Familie. Und über einen Sport habe ich ein gewisses Selbstvertrauen vor allem auch können entwickeln. Ich halte es für ganz wichtig, wenn vom Fußball eben auch gesellschaftliche Impulse ausgehen und auch bewusst ausgehen, weil es ist so etwas wichtig, so viele Leute orientieren sich daran und dann ist es doch wichtig, dass es nicht nur darum geht, wer gönnt, sondern dass man auch soziale Anliegen nicht missionarisch, aber einfach in einem gewissen Selbstverständnis kann entwickeln und verbreiten. Thank you.
Ja, voll, natürlich.